ich geb die der jetzt einfach. So. Die werden jetzt übrigens knallepink. Am besten, wenn du so Schuhe von Dings hättest, von Adidas. Genie. So, so Schuhe mit so Gewölbung vorne, so dass sich das da aufdreht. So ein Teppich. Lol. Wie diese Geisterflasche, meine ich. Oh Mann, also ich glaube, Brille darf die nicht tragen. Aber es gibt auch andere Accessoires. Auf Accessoires habe ich mich jetzt eigentlich am meisten gefreut. So, gucken wir doch mal. Da sieht man ja eh nichts. Also ist das prinzipiell geil. Sowas sollten die eigentlich tragen. Leider sind das hier jetzt Ringe, aber selbst das geht eigentlich. Hm. Oder das hier, oder das hier. Nee, dann eher das. Wohl, ne, dann eher sowas hier. Aber nicht in Grün. Wir sind in Rot. Replaced sich das? Nee, tut es nicht. Cool. Aber, naja, das sind eher so, weiß ich nicht, Autofahrer-Handschuhe. Cool. Finde ich eigentlich cool. Ich glaube, ich ziehe da sowas an. Kann man ja die Farbe verändern. Ich denke mal, die werde ich auch knallepink machen. Ja. Also da kann ich ja bei dem Ding jetzt auch die Farbe verändern, bei dem Armband. Oh, das war zu weit. Das war auch viel zu weit. Hier kann man ja auch die Farbe verändern. Moment. Was habe ich denn jetzt angeklickt? So, jetzt nochmal ganz langsam. Da. Farbe. Ändern. Und zwar auch in Knallepink, weil wir schon so viel Schwarz und Rot haben. Stehst falsch rum. So. So, dann die Armbänder. Davon das, das sollst du anlegen, noch an Licht lassen. Ich denke mal, das vielleicht nicht unbedingt in Knallepink, aber das würde sich eigentlich am besten abheben, wenn es ziemlich dunkel wäre. Ja. Okay. Haben wir hier Ringe, haben wir hier. Lass mal ranzoomen kurz. Nein. Ring. Doch, finde ich, passt eigentlich zu ihr. Und ich finde das Blau, das passt dann auch ganz gut. Bestellen wir mal einen Tupen heller. Dann geht das. So. Socken brauchst du natürlich. Da können wir ja schwarz, denke ich, lassen. Und dann hätten wir die Accessoires durch. Na, was meinst du? Ja. Schon nicht schlecht. Gerade ein? Könnt ihr? Jetzt Ärmel. Ich will aber nicht Ärmel, ich will ja eigentlich nicht Farbpalette. Kann ich irgendwie diese Teile hier verändern? Ich glaube nicht, ne. Bin mir nicht sicher. Nee, ich will hier die nicht zum Speichern oder so. Ja, ich denke auch nicht, dass es das geht, weil wahrscheinlich nicht, ich bin mir nicht sicher. Ist auch nicht so wild. So. X. Nein, ich will nicht abbrechen. So. Dann was haben wir hier? Abendkleidung. Also die Armdinger wäre jetzt auf jeden Fall an. Wenn wir uns ehrlich gefallen, die Dinger hier eigentlich ganz gut. Weil man da definitiv die Farbe ändern müsste. So, nein, nicht mehr pink. Ich finde, das hat was. Da kommt das Pink noch so ein bisschen raus, aber kann man jetzt wieder die Überjacke verändern? Naja.
Ich glaube, mit dem passenden Rock dazu sieht das dann gar nicht mal scheiße aus. Was ist denn eigentlich das hier? Ach, der Rücken. Können wir den? Sieht das aus? Also irgendwie hat das was. Nee, das mache ich so. Das sieht lustig aus. Das hier? Hä? Hat das einen dazugehörenden Rock? Nee, das ist nicht da. Was ist das denn? Was verändert sich denn jetzt? Ach, der Dingens da. Den machen wir so. Ja, den machen wir so. Okay, aber der Rock geht natürlich nicht. Zumindest nicht in der Farbe. Moment, den hatten wir schon mal ausprobiert. Ich denke, für Abendkleidung ist auch eher ein längerer Rock geeignet, wobei der vielleicht nicht unbedingt. Und der vielleicht, wobei, wenn man den in Schwarz da reinhaut, geht der eigentlich. Ich will nicht, dass der irgendwie so aussieht wie so ein alter Oma-Rock. Hier, was ist denn das hier jetzt? Das ist das Mittelding. Das sieht so aus. Ja, Abendgarderobe mal anders. Ach so, Moment. Hoffentlich kann man dieses Bändchen da verändern. Das wäre mal richtig lustig. Ja, es geht. Haha. Pam. Ah ja. Ja, das ist, erinnert mich gerade so ein bisschen an dieses PMV-Video. Bleib locker. Schuhe. Kann man eigentlich so lassen, abgesehen davon, dass die Sohle weiß ist. Das kann man eben kurz ändern. So, dann Nacht. Ja, kommt mir so eigentlich. Ha. Wobei ich bin nicht, ehrlich gesagt, nicht so der Fan davon, die jetzt so nackig pennen zu lassen. Aber nehmen einfach mal irgendwann so gut Glück. Ändern dann kurz die Unterwäschefarbe, weil die Farbe das sagt mir gerade überhaupt nicht zu. Das wird jetzt komplett knallpink. Nein. Mist. Ganz so nach dem Motto, weiß ich. Ist halt Schlafwäsche. Da kannst du halt auch, weiß ich nicht, Abenteuer auf dem Reiterhof Slogan drauf haben oder so. Ändert dann auch nicht. Ah ja. Das ist dann irgendwie... Ich weiß, was du guckst. Erstens ist Let's Play Gronkh, zweitens gucke ich es nicht. Also auch bei Gronkh nicht, muss ich sagen. Nichts gegen Gronkh, aber mich interessiert das Spiel einfach überhaupt nicht. Nee, mich auch nicht. Warte, ey, es ist ja ganz witzig, dass er es macht, aber ja, man kann es sich auch angucken, aber ich tue es nun mal nicht. Ich würde mal gerne wissen, ob er da an der Mediamarktkasse gestanden hat mit dem Spiel. Ja, ich würde mal gerne wissen, was die Leute sich dabei dann gedacht haben. Ja. Ein erwachsener Mann, der sich das kauft, als... Das stimmt klar. Über ihr Internet. Das kann sein, weil du kannst ja dann, wenn der Bote das liefert, da auch nicht reingucken. Was? Ja, der Bote, wenn das dann liefern würde, ja, vor der Haustür, dann könnte ja auch nicht reingucken. Nö. Ha! Eigentlich mal interessant zu wissen. Aber wie willst du Gronkh so eine Frage stellen? Wenn du da einen Kommi schreibst, dann ist der nach 3 Sekunden auf Seite 4 Millionen oder so, weil alle 2 Sekunden irgendwie ein neuer Kommi kommt. Aber hallo, der kriegt Kommentare. Ja, ohne Ende. Ich könnte die gar nicht für alle beantworten. Macht er ja auch nicht. So sehen wir auch. Aber das ist dann doch klar. Weil überleg mal, so viel wie da kommt, das kannst du gar nicht. Nee, das ist echt unmöglich, aber... Ja, ich weiß, ich find's immer scheiße, dass wirklich viele Leute so Vergleich mit Gronkh anstellen. Ich meine, Gronkh ist Gronkh und andere Leute sind andere Leute. Und, weiß nicht, ich find's einfach total, ehrlich gesagt, asozial, da irgendwelche Vergleiche anzustellen, ganz ehrlich. Wie der eine Typ da. Ja, genau. Also dir den eigentlich mal zu Ende geguckt jetzt? Nee, ich hatte wirklich nicht den Nerv dazu, kein Scheiß. Ach nee. Ich hatte echt nicht den Nerv dazu. Ich mag den auch nicht. Nee, ist klar. Wer mag den schon? Weiß nicht, er selbst. Ja gut, das hört man. Hä? Das hört man. Was hört man? Dass er sich selbst mag. Ah. Das könnte man jetzt falsch verstehen. So.
Müsste gehen. Was haben wir hier noch? Badebekleidung. Na gut, das geht ja schnell. Badebekleidung, weiß nicht so, ja, es müsste eigentlich gehen, so. Und ich habe ja gedacht, wenn der Onion soweit ist, hinterher, ich denke mal, wir werden erstmal mal Sim spielen, aus dem ganz einfachen Grund, also ich, dann haben wir es hinter uns. Wie wir es nicht nochmal starten. Ja, klar, ist eigentlich auch eine Idee, machen wir. Weil da brauchen wir es nämlich nicht nochmal starten und. Das wäre sonst auch dämlich. Aber naja. Es würde uns eigentlich eher entsprechen, wenn wir es auf die dämliche Art und Weise machen würden. Egal. Wenn man das jetzt so fertig. Ach, jetzt auch noch ein. Da unten. Was denn? Ein was? Oh ja, klar. Mal sehen. Schuhe. Wow, guck mal. Was eine Auswahl an Schuhen, danke. Ja. Toll, ne? Wow. Wenn sie schlafen geht oder schwimmen? Nein, schwimmen. Achso, da hätte ich wenigstens schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, wir schwimmen. Nemo ist ein Salzwasserfisch. Oder wie ging das? Nee. War das nochmal? Doch, Nemo ist ein Salzwasserfisch. Nemo ist ein Salzwasserfisch. Ja, genau. Wenn er nicht schwimmen kann, kannst du nicht. Keine Ahnung. Es war voll geil, das Lied. Genauso wie. Übrigens, hast du da letztens Dings gesehen? Ich hab ein Glas von Dreieck, Und rat mal, was da drin ist. Das hast du schon längst gezeigt. Nein, das nicht, aber es kam letztens wieder im Fernsehen. Ach, ja, nee, hatte ich nur mal reingeschaltet. Aber es lief irgendwas anderes, was mich mehr interessiert hat. Ja. Weil ich kenne das ja. Ja, dann hab ich mir die Szene angeguckt, wo es normal ist, und da musste ich trotzdem lachen. Das ist so geil. Weißt du was, du musst mal ein Zimmer erstellen, der Vegetarier ist, also der, weil da vegetarisch hat. Und dann als Lieblingsmahlzeit ein Hotdog. das geht bestimmt gar nicht, das blockt sich bestimmt. Tofu-Hotdog, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob es da Tofu überhaupt gibt. Weiß ich nicht. Nee, ich glaub nicht. Oder die Fee oder die Sachen, ich mag keine Kinder oder mag keine Kinder und als Lebenstraum dann gründe Familie oder so. So sozial. Ich hab ein Glas voll Dreieck, Red Bull ist leer. Hä? Red Bull ist leer. Danke. Ich hab ein Glas voll Dreieck. Ich rat mal, was da drin ist. Und rat mal, was da drin ist. Oh, das würde zwar zu ihr irgendwie passen, finde ich, aber da sie mit zwei anderen Leuten zusammenlebt, weiß ich nicht. Ah, Mann. Ich hab das so Dreck. Leicht zu beeindrucken. Oh, wow, ein blaues Auto. Theatralisch. Lebensstil auf. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja meine als Stylistin, ne? Wenn die der Friseur ist, ob die denn halt auch den Leuten dann die Haare schneiden können, auch zu Hause? Wäre mal interessant, weil da würde man Geld sparen. Was? Würde man ja, Geld ja, sparen. Ja, deswegen ja. Ja. Frag ich mich ja gerade. Kiva. Hobbly mobbly. Hobbly mobbly. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch Steine zu kaufen der Liebe, ne? Die sehen dann, ja, alles klar. Die sehen dann aus wie Thaddäus-Steine. Echt ganz, ohne Scheiß, das ist ein normaler Stein mit einer Thaddäus-Fratze auf dem Dings. Auf dem Stein drauf. Hey. Ja, und bei Gronkh war es dann so, dass Tränenmund Schlömpel die ganze Zeit diesen Stein geliebt hat. Das ist so geil. Und Gronkh so sagt so, das gehört schon fast verboten. Geil. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier nehmen soll. Bin ganz komisch. Naja. Oh man, das ist so schwer hier gerade. Man muss ja jetzt auch nicht jedes Vorurteil ausbeuten. Also nehmen wir einfach mal. Punkt. Kein Plan.
10 Stunden lang der Saxophon spielende Typ. Ich finde das so cool, ich werde die Melodie auch nicht mehr los. Ich hab die Melodie nicht mehr im Kopf, aber ich werde sie nicht mehr los, das ist kein Witz. Ja, machen wir mal so. Gut. Wollen wir zum Keks. Haben wir hier. Nachkommen oder wenig schießen. Willst du ihre Defensivfähigkeit? Malerfähigkeit? Künstlerisch. Bildhauer, Beutendesigner. Meisterin der Künste. Material. Malereifähigkeiten, Gitarrenfähigkeiten, ne. Züchterin. Illustratorin. Gucken wir mal hier.